Deswegen mit ganzem Herzen, ganzer Seele bedanke ich mir, dass ihr alle gekommen seid. Wunderschön. Heute Nacht wurde mein Wagen mit Lackfarbe besprüht, so dass ich heute überhaupt nicht erstmal hier fahren könnte. Der Wagen war nicht fahrbereit, aber dank meiner guten Freunde, dank Unterstützung an alle guten Menschen haben wir das ganz schnell alles sauber gemacht, so dass das Wagen fahrbereit ist. Und dank sehr guten Jungs, Tontechniker, die heute die Anlage zur Verfügung gestellt haben und komplett uns mit ganzem Herzen unterstützen, sind wir hier und wir sind da. Wir sind friedlich, wir sind mit gesundem menschlichen Verstand. Weitermachen, nicht aufgeben. Ihr seid alle mutig. Und ich sehe auch, ich kriege immer wieder Meldungen, gut informiert. Und es muss weiter so gehen. Es muss weiter das Ganze sich verbreiten. Mal gucken, ob die Shamestream-Medien mal irgendwann wieder zu normalen Medien werden. Wir werden es sehen, wie sie heute Berichterstattung abliefern. Es werden mehr. Und auch dieser verlogene Senat hier, vor allem Chen Pe, wie er sich auf Twitter nennt. Deine Lügen gehen nicht auf, du musst zurücktreten, Junge. That's a fact. Der Mima Markus hier, Heinzelmann ist auch am Start. Um diese Sachen ein und allemal zu klären. Wie viele Wetten wurden in Hamburg abgebaut? Seit über einem Jahr 130 Betten wurden abgebaut, Intensivbetten. Das wollen wir ebenfalls klären. Gegen Ausgrenzung, gegen Spaltung. Tausend sind gestorben an Covid-19. Der Weihnachtsmann grüßt uns. Und vor allen Dingen möchten wir, dass Journalisten wieder ihre Arbeit machen und nicht einfach von der DPA abschreiben. Und diese Zahlen, die ich nenne, sind keine Fake News. Das sind Zahlen vom RKI, von Statista, vom BIVI-Intensivregister. Nicht ausgedacht. Das sind ihre eigenen Zahlen. Und wer zu faul ist, diese Zahlen sich selber anzuschauen und nur auf ARD, ZDF und Mopo zu hören, der hat jedes Recht verwirkt, mich als Nazi zu beschimpfen. Bundeskanzler, wenn Olaf Scholz sagt und das nicht wahrhaben möchte, dass wir hier keine Spaltung haben. Die Spaltung ist längst da, wenn ich solche Aussagen höre. Aber Herr Scholz, Sie sind der Brandbeschleuniger. Herr Tschentscher, Sie ebenfalls für diese Spaltung. Wir laden alle ein zum Sprechen. Wir wollen sprechen. Und eins sage ich Ihnen, Herr Scholz. Wir sind die rote Linie. Beats.
Mir ist egal, ob du rechts bist, mir ist egal, ob du links bist. Es kommt nur noch auf eines an. Liebst du die Freiheit, ja oder nein? Nach einem halben Jahr Bewerbungsprozess im ersten Corona-Winter habe ich dieses Jahr im August mein Studium angefangen, nur um 3 Monate später wieder abzubrechen. Noch vor dem Einführungstag wurde uns voll Vorfreude mitgeteilt, dass wir Präsenz starten würden. Im selben Schreiben, aber gleich der Dämpfer für mich. 3G als Eintrittsbedingung, genau zu der Zeit, wo die Tests kostenpflichtig wurden. Schuld daran, dass die Maßnahmen gekommen sind, war die Regierung. Schuld daran, dass die Maßnahmen geblieben sind, ist die Obrigkeitshörigkeit der Bevölkerung. Und aus solidarischen Gründen sag ich euch jetzt, krank ist, dass ihr vergessen habt, dass ihr gesund seid. Von diesem wunderschönen Samstag mal wieder. Es war großartig. Es waren laut Zähler 16.000 offiziell
von der Polizei 11.500. Ich glaube, es waren 15.000. Es war ein großartiger Tag. Sie haben es geschafft, friedlich zu bleiben. Sie haben in der Masse ihre Masken aufgesetzt. Ich weiß, das ist ganz schrecklich und ganz schlimm, aber sie haben es durchgezogen. Sie haben der Politik und den Medien nicht die Bilder geliefert, die sie wollten. Und das ist auf jeden Fall Applaus wert. Jeder Einzelne, der heute hier war, hat Großartiges geleistet. Die nächste Demo findet höchstwahrscheinlich am 8.1. um 15 Uhr hier wieder an der Kunsthalle statt. Das letzte Wort hat die Versammlungsbehörde, also es ist sicher, es ist nur der Tod. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Mitschreiben, fürs Unterstützen und bis zum